glaube, du hast keine mehr was. Nein, danke, meine Liebe. Oh, sie ist allein. Was machst du denn da? Soll das ein Witz sein? Hast du denn hör aufgehört? Wann können wir heute fahren? Oh, keine Ahnung, so gegen 6. Wenn sie Jamie abgeholt hat, sind wir weg. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Ich bin gerade dabei, frischen Kaffee zu machen. Und ich hole mir die Kekse rein. Schaffst du das, Mann? Kein Problem. Hör mal, das ist zu schwer. Komm, ich helfe dir. Nein, geht schon. Ich kann dir doch helfen. Nein, geht schon. Oh. Hey, Volltreffer. Oh, Mann. Ist in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Ich du bist schuld, dass sie mir runtergefallen sind. Du redest immer. Du hältst nie deine Klappe. Ach, doch. Jamie, du Jamie. Deine Klappe. Tut mir leid. Ist schon gut, ich bitte dich. Wir haben hier dauernd solche Unfälle. Ich mache es sauber. Meinst du wirklich? Ja, geh du lieber und such nach ihm. Judy, ich helfe dir dabei. Nein, geht schon. Ich glaube, eine Scherbe liegt direkt da drunter. Nein, geht schon, danke. Alles klar? Bitte, danke. Schön. Also dann, danke fürs Herbringen. Was ist mit deinem Auto passiert? Oh, total verrostet. Ah, das ist ja richtig blöd. Ja. Kommst du mit rein oder wartest du auf eine förmliche Einladung? Naja. Naja, was? Ich bin mir nicht sicher. Tja, was willst du denn hier? Also. Hör zu, ich will nicht, dass du das falsch auffasst. Okay, ich würde liebend gern zu dir mit reinkommen. Nur, oh nein, ich glaube es nicht, dass das jetzt aus meinem Mund kommt. Ich weiß nicht, ob ich kann. Im Augenblick. Aus irgendeinem Grund. Wieso nicht? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich kenne den Grund. Naja, mach dich nicht so rar. Oh, bitte. Komm, wir packen deine Sachen. Deine Mom wird dich bald abholen. Jamie, ist das dein Handschuh? Jamie? Bitte sehr. Dad, vielleicht kann ich einfach heute Nacht hier schlafen. Naja, also, das geht leider nicht. Wieso denn nicht? Weil deine Mom kommt und weil ich wegfahre. Wo fährst du hin, Dad? Rauf zur Hütte, nur für ein paar Tage. Kann ich mit dir kommen? Du hast Schule. Musst du nicht arbeiten? Ich nehme die Arbeit mit hoch. Wo ist deine andere Socke? Hier liegt sie. Danke. Fährt sie mit dir zur Hütte? Ja. Ja, natürlich. Hallo? Ich schaffe es leider nicht, vor morgen früh zurückzufahren. Das ist ein Scherz, oder? Hast du ein Problem? Naja, es ist unfair. Du hättest mich anrufen können. Was? Ich rufe jetzt an. Glaubst du, ich mache das mit Absicht? Ja, ehrlich gesagt schon. Okay. Wie wär's, wenn ich meinen Bruder anrufe, damit er Jamie abholen kommt, wenn du nicht auf deinen Sohn aufpassen kannst? Nein. Nein, ist schon in Ordnung. Das ist okay. Na schön. Ich hole ihn morgen gegen Mittag ab. Gut. Sieht so aus, als schläfst du heute Nacht doch hier. Wirklich? Ja, und weißt du, was wir machen? Wir gehen zu dem Italiener mit den Boccia-Kugeln. Ja! Okay, super. Hey, Judy, kennst du den Laden? Oh, es ist toll. Hey, sag mal, wasch dir dein Gesicht und kämm dir die Haare. Du siehst aus wie der Struwwelpeter.
Es wird dir gefallen, da ist es wie in Die Lady und der Tramp. Weißt du, ich werde jetzt gehen. Was bedeutet das? Wir reden einfach morgen. Bleib du bei deinem Sohn. Was? Nein, gar nichts. Warte, du bist sauer, weil unser Wochenende ins Wasser gefallen ist. Aber weißt du was, Liebling, ich bin's auch. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Sam, was soll ich denn tun? Es ist nicht nur das Wochenende. Es ist, keine Ahnung, ich denke, ich weiß irgendwie nicht, wie eure Spielregeln hier sind. Ja, ich bin nicht sicher, was das bedeuten soll. Also, ich glaube, dass sie kriegt, was sie will und dass er kriegt, was er will. Aber kriegst du auch mal, was du willst oder ich? Aber mir sind die Hände gebunden, Judy. Sie sucht einen Grund, mir meinen Sohn wegzunehmen. Das werde ich nicht zulassen. Ich weiß das und ich finde es furchtbar, dass ich solche Sachen sage. Hör zu, ich habe einen Sohn, der gehört zu meinem Leben, so sieht es aus. Ich verstehe das vollkommen, aber es ist nicht so leicht. Ich meine, verstehst du nicht, dass ich ein paar Vorbehalte habe, mich auf einen Mann und seinen Sohn einzulassen? Der nicht will, dass sein Dad mit einer anderen Frau außer seiner Mom zusammen ist, was absolut verständlich ist. Aber es ist ein Kampf und die Tatsache, dass ich ihn mag, bedeutet nicht, dass er irgendwann auch mich gerne hat. Es ist wirklich nicht einfach, Sam. Ich versuche mein Bestes. Doch ganz bestimmt. Ja, Judy. Was? Tu etwas? Irgendwas sagt mir, dass alles gut wird. Bitte. Gib mir einen Kuss. Dann werde ich mal. Ja. Hey, was machst du hier? Ich dachte, du seist schon weggefahren. Ja, das dachte ich auch. Was ist passiert? Nein. Du musst mich zuerst zur Bibliothek bringen, musst du? Das ist die vollkommen andere Richtung. Ja, es ist die andere Richtung und wir kommen zu spät ins Kino. Und ich verpasse AJ. Ich war schon vor einer halben Stunde mit ihm verabredet. Hör mal, der kann warten. Ist mir egal, wer zuerst aussteigt. Lasst uns einfach losfahren. Mom, kann ich dein Auto kriegen? Nein, das brauche ich. Wofür? Weiß ich noch nicht. Toll, danke. Ist das mein Schal? Nein. Mom! Bis dann. Ach, diese Kinder. Wirklich herrlich, diese Stille. Ich kann hier einfach sitzen und Kaffee trinken und die Zeitung lesen wie ein ganz normaler Mensch. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Okay, eigentlich hätte es so laufen sollen. Ich würde im 31. Lebensjahr im Rosengarten im Lincoln Park heiraten. Ich würde einen Sohn bekommen und nach 2 Jahren eine Tochter. Ich würde eine sehr interessante Fotografin sein, die Kinder und Karriere locker unter einen Hut bringt. Und mein Mann würde sehr... Ich habe das Gefühl, dass mein Leben nie anfängt. Hat es noch mit Jamie zu tun und dem, was gestern passiert ist? Ich denke, nein, das ist es ganz... geht nicht um Jamie, es geht um mich. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich meine, wie werde ich jemals Mutter sein können, wenn ich nicht mal mit dem wunderbaren, nervigen, 11-jährigen Jungen von jemand anderem klarkomme? Ich sehe nicht, wie das klappen soll. Judy, was du dir da vornimmst, ist noch viel schwieriger. Glaube mir. Ich meine, es wird viel Zeit brauchen. Es ist nicht perfekt, es ist kompliziert. Und du kriegst es trotzdem so locker hin. Denkst du das wirklich? Ja. Judy. Wenn du es wirklich willst, wenn du Mutter sein willst, dann wird es genau so sein. Teller fallen runter, du hebst sie wieder auf und du machst weiter. Es ist gar nicht so schwierig, wie es dir vorkommt. Du musst nur alles aufgeben. Alle Erwartungen. Ist das alles? Das ist alles. Oh, Judy. Du wirst eine ganz tolle Mom. Egal, wann du dich dafür entscheidest, du bist so engagiert und fürsorglich und liebevoll. Es wird ganz von allein kommen. Glaubst du das wirklich? Ja, natürlich. Ich danke dir.